Wir sind eigentlich immer noch auf der ProLight Sound 2023. Und ich habe den Uli Schiller, den ja viele von unseren Zuschauern auf MasterLab Academy ja auch schon kennen. Ne? Du warst ja schon öfter ab und zu mal bei uns auf der Sendung. Stimmt, ja. Und wir haben uns auf der Messe eben getroffen und dann haben wir gesagt, wir machen ein schönes Interview auf der Messe. Und dann aber haben wir spontan gesagt, nee, warum denn auf der Messe, wenn doch der Uli hier so ein schönes Studio hat. Ihr kennt es noch als Abbey Road Studio. Jetzt ist es das Studio Studios 301. Und was Studios 301 ist, wird uns Uli gleich sagen. Aber erstmal, Uli, vielen Dank, dass ich heute hier zu dir kommen konnte. Sehr gerne. Und dass du die Zeit genommen hast, hier alles einzuschalten und mit mir ein schönes Gespräch zu führen. Freut mich drauf, ganz wunderbar. Ja. Ja, 301. Was? 301 ist ein traditionsreiches Studio, das gegründet worden ist bereits 1926 in Australien. Ui, okay. Also schon im Grunde genommen, das Brand ist uralt. 1926? Haben Sie da auch Wachsweizen aufgenommen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Kann gut sein. Ne? Ja. Aber es hat tatsächlich dieses traditionelle Alter. Manche Leute fragen, wieso denn 301? Drei Zahlen? Warum die 504 oder so? Ganz einfach. Die haben in Sydney... Ich bin nicht sicher, in welcher Straße es war, aber es war die Hausnummer 301. Und was liegt nahe, ein Studio eben halt Studios 301 zu nennen? Das ist der Hintergrund. Ja. Und der andere Hintergrund ist der, dass wir in Australien nach wie vor noch existieren. Es ist gerade vor 3,5 Jahren neu gebaut worden, auf über 2000 Quadratmetern mit 11 Regien. Ein sehr gut gebuchtes Studio. Und was noch hinzukommt ist, wir haben die 301 Studios ja bereits in Deutschland mal etabliert für 10 Jahre. In Köln, in Bickendorf. Mhm. Und das wurde damals betrieben von meinem lieben und schätzenswerten Kollegen Uli Pallemanns für 10 Jahre lang, wo ja viele Sachen gemacht worden sind, von den Toten Hosen über Nena, über die Höhner bis hin zu Robbie Williams. Ja. Und dann haben wir gesagt, Menschenskind, warum nicht weiterhin das Brand, weil ja auch bekannt, hier in Frankfurt zu etablieren. Dann sind wir hier in der Hanauer Landstraße 172 und sind Studios 301. Als ich das letzte Mal hier zu Besuch war, war es ja, wie gesagt, noch das Abbey Road. Und so wie ich jetzt auf dem ersten Blick gesehen habe, hat sich erstmal gar nicht viel verändert, weil es musste gar nicht viel verändert werden, weil es eigentlich ein perfektes Studio ist für alle Anforderungen. Naja, perfektionistisch haben wir gedacht, es gibt immer Dinge, wo man sagt, das hätte man gegebenenfalls anders machen können. Wir haben sicherlich hier ganz gut Design. Wir haben auch natürlich mit dem Hintergrund Design, weil nicht die Abbey Road Studios, sondern Abbey Road Institute Studios ist ja... Diesen Fehler, den habe ich damals immer wieder gemacht. Ja, müssen wir ganz fairerweise sagen, oder auch rechtlicherweise sagen, das ist eben halt so gewesen. Und wir haben damals von der Planung her gesagt, ja, wir möchten ein Studio bauen, das bauakustisch sowie auch raumakustisch wirklich passt. Und es wäre ein Frevel gewesen, nachdem wir Abbey Road Institute geschlossen haben, dieses Studio im Prinzip abreißen zu müssen. Und da haben wir überlegt, was können wir tun. Und dann, weil selber Besitzer haben wir gesagt, 301, ja, wir machen weiter, wir haben Spaß und möchten das aufrechterhalten. Also sensationell. Und das ist ja noch alles relativ neu, hast aber jetzt schon da schon einen ordentlichen Act jetzt hier schon drin gehabt. Willst du da was erzählen? Ja, natürlich. Wir haben verschiedene Produktionen gemacht in der letzten Zeit und eines der größten, ich muss fast sagen, ist ein Geschenk, mit derartigen Künstlern arbeiten zu dürfen, muss man ganz deutlich sagen. Wir haben für 3 Tage Coldplay hier, während sie hier im Stadion gespielt haben. Und das war eine große Nummer, das war eine hohe Herausforderung, die nicht ganz einfach zu bewerkstelligen war im Vorfeld. Ja. Aber als dann das Ding losging, war alles sehr entspannt. Ja, also wenn ich das höre, kriege ich Gänsehaut. Ja, kann ich verstehen. Was war denn, 3 Tage ist ja ein sehr knappe Zeitraum. Was war denn da angesagt? Das kann ja kein ganzes Naja, es ist, nein. Ich darf auch nicht allzu viel darüber berichten, weil es ist immer... Ich sag mal, wir kennen alle diese NDAs, die man da unterschreibt, zum Schutze der Künstler, und das ist auch völlig in Ordnung so. Es sind Aufnahmen gewesen, die, ich sag mal, der Kreativität entsprungen sind. Man hat neues Material aufgenommen. Wie weit das verwendet wird, das wird man sicherlich irgendwann mal hören. Mhm. Und insofern war die Band hier. Wir haben Teile von Drums aufgenommen, wir haben Flügel aufgenommen, wir haben ein paar Gitarren aufgenommen. Wir haben alles vorbereitet, falls, und das ist das Interessante, Dinge benötigt werden, die spontan gesehen werden und gesagt, die will ich jetzt auch einsetzen, dann will ich sie jetzt hören und sofort aufnehmen und nicht irgendwie in einer halben Stunde. Ja. Und deswegen haben wir hier das ganze Pult voll gehabt und das ist dann auch wieder mal ein Argument für so ein Mischpult hier, ja. Das ja nun uralt ist und eigentlich der Vergangenheit angehört. Aber gepflegt.
Gepflegt, gar keine Frage. Also, aber alle Fader waren in Betrieb. 128 an der Zahl. Punkt. Full stop. Okay. Und das mit nur Vorverstärkern in einer DAW hinzukriegen, wird schwierig. Sicherlich auch irgendwie machbar mit einem hohen Aufwand, gar keine Frage. Die Digitaltechnik hat ja eine Menge Möglichkeiten heutzutage. Aber das ist dann doch von der Übersicht her etwas, wie soll ich sagen, komfortabler, angenehmer, wie auch immer. Hängt auch immer davon ab, was für einen Workflow man gewohnt ist. Vielleicht ganz interessant, die beiden Toningenieure, die fest angestellt sind bei Coldplay, kamen hier rein. Und ich habe gefragt, ihr kennt die 4000er? Ja, kennen wir. Okay, dann gehen wir von links nach rechts einmal durch. Das hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Und dann haben die gesagt, Dankeschön, super, wir kommen klar. Das sind Standards, mit denen man arbeitet. Ja. Also dann wollen wir noch mal vielleicht einfach mal kurz mal so einen Umriss machen. Wir sitzen jetzt hier, ich nehme an, das ist die Regie A oder 1. Ich weiß nicht, wir nennen sie 1, ja. Regie 1. Dazu gehört dann auch hinter der Scheibe natürlich der große Aufnahmeraum. Und ich werde natürlich überall noch ein paar Schwenks machen. Willst du kurz sagen, die Features hier in der Regie 1, was sind hier so die Hauptmerkmale? Gut, Hauptmerkmal ist natürlich die Akustik, und zwar die Raumakustik in diesem Fall, die Bauakustik natürlich auch. Wir haben hier hervorragende Schallemissionen und Emissionswerte. Das war Nummer 1, weil wir in einem quasi Bürogebäude sind und über uns gegebenenfalls sensible Firmen sind, die mit Lärm nichts anfangen können. Das heißt, ja, wir können hier infolge der Bauakustik, können wir, weiß ich, zur besten Arbeitszeit eine Punkband aufnehmen, ist kein Problem. Also um es kurz unseren Zuschauern ein bisschen so zu verbildlichen, wir sind hier in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße, die mal ein sehr industrieller und sehr lauter und ein sehr schmutziger Hinterhof-charaktermäßiges Industrial Design hatte, und hier ist ganz, ganz viel investiert worden, gerade hier auf diesen Teil. Wir haben hier die Union-Fabrik, die alte, und das alte Union-Gelände und so weiter. Und da haben sich ja viele Agenturen angesiedelt, sehr viel Kreatives, Fotostudios und so. Auch Clubs. Wir haben den Bell-Club hier, wir haben das Adlib hier. Also das ist eine sehr, sehr lebendige und sehr kreative Umgebung geworden. Ja, da passt gegenüber haben wir Ensemble Modern, die für Frank Zappa eingespielt haben. Ja. Also es ist schon auch eine künstlerische Gegend geworden. Ja, absolut. Und da passt ja hier wie Arsch auf Eimer. Auf gut Deutsch gesagt ist das so, ja, genau. Ja. Aber klar, man muss natürlich dann als Studio mit solchen Emissionsmaßnahmen oder Emissionsschutzmaßnahmen natürlich... Und wir in beide Richtungen. Erstmal dürfen wir niemanden stören, und auf der anderen Seite darf uns keiner stören. Ja. Wir haben hier 9 Meter weiter die Straßenbahn. Ich wollte da gerade nach der Straßenbahn fragen. Ja. Wie ist das denn so? Wir hören sie nicht, wir sehen sie. Aber hören sie nicht. Aber es ist nicht so, dass das hier in Raum in Raum irgendwie... Doch, ja, ist natürlich. Das entkoppelt? Es riecht komplett auf Siegermeer. In Abhängigkeit von den Verkehrswerten, also den Gewichtswerten. Gut. Also das ist ja wirklich amtlich. Okay. Ja. Dann habt ihr ja auch jede Menge Outboards, alles was so klassisch und modern ist, sehe ich gerade. Ja, das sind eigentlich im Prinzip alte Schinken, auf gut Deutsch gesagt, die immer wieder gern gehört werden oder eingesetzt werden. Ja, aber so ein Tegler ist ja nicht so alt. Das ist ja das ist aktuelle Geräte aus Berlin und sehr schätzenswert, gar keine Frage. Es ist Focusrite dabei, also der Stereokompressor. Den hatte ich auch mal. Klasse, super Werkzeug. Dann eines meiner Lieblingsdelays, dass ich, wenn ich eins ergattern kann, wieder werde ich noch ein zweites mehr davon holen. Trotz aller Möglichkeiten mit den heutigen Plugins, aber ein 2290 ist einfach eine geniale Kiste. Dazu gehört dann natürlich noch der 1210 als Spatial Extender, als Stereo-Chorus-Flanger, den man ja auch als Gitterplayer von den Fußballs kennt. Der ist hier in doppelter Ausführung. Sensationeller Chorus seit über 30 Jahren. Immer noch mein Lieblingschorus, den ich sehr gerne einsetze. Ja, und dann haben wir den anderen Kram. Distressor ist natürlich auch für Bassdrums und für Snares sehr interessant. Wir haben Transient Designer von SBL, die ich sehr gerne für die Drums einsetze. Was an Hallgeräten da ist, ja, ich habe einen 480er, ich habe einen LV1 von Yamaha, die über die Remote Control laufen. Ich habe einen DN780 von... Hier liegen die Beweisstücke liegen hier. Achso, das sind Remotes, ja. Die Geräte sind außen in den technischen Räumen. Das EKG-Gerät kennt ja jeder, hatte ich auch mal gehabt. Sieht so medizinisch aus, die lag. Ja, ist ja mal die Hardware entwickelt worden von der NASA für die Raumfahrt. Ist ja im Prinzip ein Rechner, nichts anderes. Ja. Ja, und wir haben auch eine Analog-Tape-Maschine. Da haben wir da drüben die... Das ist die A80 MK2VU von Studer, die heiß eingemessen ist, nicht? Die locker mal mit 1000 Nanoweber fahren kann. Und wenn man da die Mixe drauf fährt und das wieder hört, das ist, klingt gut.
Ja, es ist jedenfalls auch eine, also allein, es ist, ja, es ist einfach eine andere Welt und eine andere Anmutung. Also allein schon, wenn ich das Bewusstsein und das gesehen habe, dass mein Sternsignal da aufgezeichnet wird, dann ja, habe ich schon, es sind viele, viele Emotionen, die damit verbunden sind. Und manch einer der Zuschauer wird sagen, wozu braucht man diesen ganzen Klüngel hier überhaupt? Na, und dann habe ich ganz andere Argumente, keine technischen Argumente. Ja. Wir können viel diskutieren über Fremdspannungsabstand, Gleichzeitunterdrückung, THD-Werte, EQs und so weiter. Banane. Abgesetzt von Maintenance, die Kosten sowas. Kann ich gleich gerne was dazu sagen, weil ich das Pult komplett selber erwarte. Der Punkt ist der, die Emotionen, die damit verbunden sind. Das heißt, wenn ich meine Ellbogen hier auf diese Kante lege und blicke durch die Scheibe, dann arbeite ich anders und habe ich ein anderes Gefühl. Es fließt für mich mehr Energie. Mhm. Es geht hier um Musik, es geht um Emotionen und um Leidenschaft. Und ich möchte auch gerade junge Leute dazu animieren, einfach an einen Ort zu gehen, der heißt Tonstudio. Da, wo Energie fließt und wo wir gemeinsam schwitzen, dann klingt die Musik anders. Ob besser oder schlechter, das sei mal komplett dahingestellt. Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber das ist etwas Besonderes und das lässt auch die Kreativität wirklich wirklich lebend werden und anwachsen. Definitiv. Ja, es gehört viel dazu, auch die Räumlichkeit, die Farbe, die Beleuchtung. Farbe, alles. Ja, wir haben hier wirklich, dieser Raum ist einfach ein Wohlfühlraum, die Akustik. Man hat Luft hier drin, man hat ein bisschen Platz, man kann ein paar Leute dabei haben, die sich da gemütlich machen. Ja. Spielt alles eine Rolle, spielt alles rein. Alles, alle diese Mosaiksteinchen formen ein Bild, definitiv. Ja. Gehen wir doch dann mal zu dem Aufnahmeraum. Den nennt ihr dann Aufnahmeraum 1 oder gibt es nur einen? Großer Aufnahmeraum oder Aufnahmeraum 1, Live Room 1 oder wie auch immer ausgedrückt. Das ist unser fast 80 Quadratmeter großer Raum, den wir haben, der eine schöne Live-Atmosphäre möglich macht, weil er eben halt auch die entsprechenden akustischen Eigenschaften hat, gebildet durch Absorber, durch Reflektoren, durch Polys, durch RPG-Diffusoren. Das sind ja alles Bauelemente, um eine gezielte Nachhaltzeit eines Raumes einzustellen, um auch an allen Orten des Raumes eine gleiche Hörsamkeit zu erzielen. Auch gerade gut, um mit Stereomikrofonie beispielsweise zu arbeiten, wenn wir Naturinstrumente aufnehmen. Das ist eine ganz schöne Sache. Auch Schlagzeug zum Beispiel in dem Raum aufgenommen ist immer wieder ein Erlebnis. Das klingt einfach klasse. Man kann auch ein paar Tricks machen. Man kann auch die Tür des Aufnahmeraumes auflassen, einen Spalt, stellt ein Kugelmikrofon auf den Flur, nimmt das Schlagzeug damit auch auf, mischt es dann dazu, um noch bestimmte Farben zu erzeugen. Das sind so Sachen, das ist akustische Arbeit, Handwerk und das gibt für bestimmte Musik, nicht für alle Musikrichtungen, für bestimmte Musikrichtungen die entscheidende Farbe und den entscheidenden Sound. Okay. Und du hast wohl auch schon ein Piano angesprochen. Was könnt ihr da reinstellen? Also ich hatte hier, weil ich habe keinen Flügel, leider. Ja. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, solche Instrumente zu leihen. Es ist relativ unkompliziert. Es gibt hier in Frankfurt entsprechende Pianohäuser, wo man das machen kann. Okay. Das habe ich auch schon gemacht. Für Coldplay haben wir zum Beispiel Anforderungen gehabt, dass wir ein Steinway hier installieren mussten. Das haben wir dann auch getan. Und die Installationszeit ungefähr eine halbe Stunde, dann ist der Flügel installiert. Das ist aber auch der Vorteil dieser Immobilie. Nein, muss er nicht unbedingt. Also das hatte mich auch überrascht, dass das nicht gemacht wird. Sagt der Pianobau, nein, eigentlich ist das kein Problem. Wir probieren das durch, nein, ist nicht notwendig. Was der Vorteil war, das muss ich noch mal ganz kurz sagen, warum diese Aufbauzeit und die Einrichtungszeit so kurz ist. Wir können hier rückwärts an die Tür fahren und haben dann noch ungefähr 4-5 Meter vom LKW aus in den Aufnahmeraum, ohne irgendwelche Treppen, ohne Fahrstühle oder irgendetwas. Insofern können wir diese Dinge relativ schnell bereitstellen. Super, okay. Ja. In dem Aufnahmeraum gibt es da auch noch eine Booth? Es gibt noch eine Booth, richtig, die ich noch mit eingeplant habe, die ich ursprünglich nicht eingeplant hatte. Aber ich habe es deswegen gemacht im letzten Moment mehr oder weniger, als ich das geplant habe. Weil sonst hätte sich in diesem Raum ein Stützpfeiler befunden, weil wir sind ja ein Bürogebäude mit 6 Stockwerken hier und das ist natürlich entsprechend in der Statik mit Stützpfeilern bestückt. Und da habe ich gesagt, nee, der ist eigentlich hässlich und in der Regel sammelt sich dahinter mal irgendetwas an. Und ich sage, dann mache ich einfach nochmal eine Booth dazwischen, die jetzt nicht auf dem Boden isoliert ist mit Raum und Raum, sondern in einem anderen Layer montiert ist, also nicht ganz die Transmissionswerte hat, aber dennoch für Vocals oder für Saxophone, die ich bei Live-Einspielungen meinetwegen gleichzeitig mit aufnehme, eine ganz gute Lösung. Entsprechend sind Scheiben angebracht, sodass man die
Kommunikation mit den Musikern natürlich bewahren. Wäre das dann auch der Platz, wo man reine Sprachen machen würde? Oder habt ihr dann? Das kann man tun, aber dafür haben wir andere Räume. Also wir haben hier Side-Rooms an der SSL hier, wo wir Sprache machen können. Wir haben insgesamt 4 Aufnahmeräume hier zur Verfügung, die ich dann entsprechend nutzen kann. Und das wäre dann hier gleich direkt nebenan. Das heißt, wir haben dann nur eine Tür dazwischen, sodass man schnell eben halt wieder vom Aufnahmeraum in die Regie kommt und so. Das wäre kein Problem. Diese haben unterschiedliche Akustiken, diese Räume, also im Hinblick auf die Nachhaltzeiten. Die sind relativ trocken, sodass man eben halt dann auch mit etwas mehr Abstand zum Beispiel ganz gute Sprachergebnisse hinkriegen. Wir haben jetzt letztens eine Hörspielproduktion gemacht, die mit, ich glaube, 14 Schauspieler waren es insgesamt. Das haben wir natürlich im großen Aufnahmeraum gemacht, weil die im Kreis gestanden haben und dann direkt die Dialoge geführt haben. Das kann man natürlich dann ganz gut machen. Das ist in einem Homestudio auch nicht ohne weiteres möglich, so etwas, sondern da braucht man dann wirklich die entsprechende Akustik und auch den Platz, um dann halt so die Menschen unterbringen zu können. Ja, manche behelfen sich ja mit solchen kleinen mobilen Vocal Booths, aber da muss man dann, darf man auch nicht klaustrophobisch. Du meinst diese halbrunden. Ja, naja, das Problem ist, wenn ich mit einem Sänger oder einer Sängerin arbeite, möchte ich dieser Person in die Augen schauen. Und das ist mit solchen Dingen nicht möglich. Gestikulation ist sehr wichtig. Ja. Gut, gehen wir mal weiter im Gelände. Dann gibt es, ich glaube, was ich jetzt gesehen habe, es gibt noch 2 verschiedene Arbeitsplätze. Es gibt drei verschiedene Arbeitsplätze. Ja. Wir haben ein kleines Projektstudio, das ausgestattet ist mit allen DAWs, die man so benötigt, also mit Ableton, Logic und mit Pro Tools. Ja. Dazu geeignet, um entweder für Produzenten, die mal 1, 2 oder 3 Tage unter vernünftigen, guten akustischen Bedingungen arbeiten möchten, können Sie das dort tun. Da gibt es dann natürlich eine gewichtete Tastatur zum Einspielen, es gibt verschiedene Synthes, es gibt einen Moog und es gibt Röhrenkompressoren, sodass man da so recht gut arbeiten kann. Das ist unser Projektstudio, das aber auch genutzt wird, wenn wir größere Produktionen machen und wir machen Editing. Das heißt, wir arbeiten dann weiter hier im Studio und jemand kann dann das Editing. Und ganz genau, das wird alles über Netzwerk logischerweise. Ja, und dann kann man im Prinzip dann dort das Editing machen. Mhm. Das ist unsere Regie Nummer 4. Dann haben wir Regie Nummer 2, die ist ausgestattet mit einer API-Konsole. Mit einer 1608 in der 32-Kanal-Version. Viele der Zuschauer werden sicherlich die Plugins dazu kennen, die 550er und 560er Module, die bei Brainworks, meine ich, und auch bei UAD angeboten werden und die hervorragend klingen. Wir haben also da die Ordnung. Du meinst, das ist das Lunchbox-Format? Das ist 500er Lunchbox-Format, ganz genau. Ja, nicht. Und die sind in der API ja auch als 500er Format integriert. Die hat 32 Steckplätze kanalselektiv und nochmal 8 Steckplätze in der Summe, sodass ich da also insgesamt 40 Module einsetzen kann. Und ich habe sie mit 32 Modulen bestückt und dann eben halt aus parametrischen EQs und aus grafischen EQs gemischt. Ist wunderbar geeignet, weil komplett trafosymmetriert, klingt gnadenlos. Wer summieren möchte zum Beispiel, wer seine Stamps mitbringt und hier das Summieren machen möchte, Summing zu machen, kann er das gerne tun hier. Du hast ja bei so einer Sache ja Hedgehog fern von gut und böse. Das ist tatsächlich hängt von den Betriebsspannungen ab, intern, die da laufen. Und API hat hier die eigenen Operationsverstärker, die diskreten Operationsverstärker entwickelt. Und das ist schon State of the Art, was Sound betrifft, definitiv. Das ist schon klasse. Ne? Ja, und dann habe ich gesehen, gibt es ein Studio, wo eine sehr komplett ausgestattete S6-Controller da ist. S6 von Avid, eine große Maus. Ja, muss man ganz klar sagen. Leuchtet schön. Sie leuchtet schön. Sieht toll aus, also ganz bestimmt, keine Frage. Nein, sie hat weder Audio in analoger Form und noch in digitaler Form, sondern nur Steuerdaten und das Ganze über Ucon und läuft komplett netzwerkbasierend und ist im Prinzip wirklich ein Arbeitspferd, das muss man sagen. Die Lernkurve, um diesen Controller zu bedienen, ist sehr heftig. Man hat unfassbar viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn man das aber einmal drauf hat, hat man einen unfassbar schnellen Arbeitsplatz. Aber das ganze Konzept geht natürlich rund um Pro Tools. Ja? Also ohne Pro Tools macht die nicht so viel Sinn, oder? Nein, läuft mit Logic und auch Ableton. In denselben Features? Naja, man hat ein paar kleine Einschränkungen, aber die wichtigen Dinge funktionieren recht gut. Das kann man dann also machen, also durchaus mit Logic bedienbar. Mhm. Pro Tools ist natürlich wie gemacht, da hat Avid natürlich auch die Punkte gesetzt, weil Avid möchte natürlich, dass man das mit Pro Tools betreibt, gar keine Frage. Aber damit haben wir ein Produkt gesetzt, was in den Post-Production-Studios, gerade im Filmbereich, natürlich gerne eingesetzt wird, in der Musikproduktion auch.
Ja. Aber das Schwestermodell, sage ich mal, die 6L beispielsweise als Live-Modell, hat sich ja in der Live-Branche im Touring-Geschäft auch weitgehend mit durchgesetzt. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Besonderheit, denn wenn man hier bei euch reinkommt und durch die Flure geht, dann sind da wunderschöne Fotografien hängen da an der Wand. Ja, Wie kam es dazu? Das ist eine Kooperation, die wir haben mit der Firma Lightpower. Und da geht es um das Produkt Lime Gallery. Und das Ganze sind Fotografien von Neil Preston. Neil Preston hat... Das war ja immer, als es die Musikmesse noch gab. Richtig, genau. Hatte das auch, war genau. Das immer eine große Ausstellung? Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Halle, aber es war immer an einem oberen Stockwerk. Ja. Und es war immer eine sehr ruhige, schöne Atmosphäre. Man konnte sich ein bisschen hinsetzen und konnte da durch diese... Wunderbare Fotografien namhafter Künstler aus vergangenen Tagen, die fast ausschließlich zu 80% Schwarz-Weiß-Fotografien sind und die spontan entstanden sind aus der Situation heraus, dass Neil Preston bei den Künstlern wohl bekannt war, er die Möglichkeit hatte, Backstage zu sein, sich auf der Bühne bewegen konnte, im Flugzeug dabei war, im Nightliner mit dabei war und ganz besondere Situationen hat einfangen können. Und das haben wir hier ausgestellt. Bin sehr, sehr stolz darauf, diese Bilder hier hängen zu haben. Ja, ja, es ist, also das macht auch einfach Stimmung. Das ist schon, da hat man dann schon so das Gefühl, man ist wirklich am richtigen Ort. Ja, wenn man dann also auch die Jungs dann und Mädels dann da sieht. Ja, es ist so, ich sag mal, Kunst und darstellende Kunst, Bildkunst, Fotografiekunst, gekoppelt mit Musik und Emotionen, ist einfach ist ein unfassbares Thema. Schon toll. Ja, jetzt sind wir ja, also wenn es jetzt noch zu dem Gebäude hier selber, zum Studio selber noch was ganz Wichtiges zu sagen gibt, dann wäre das jetzt nochmal eine Möglichkeit, weil dann wollte ich nochmal mit dir auch nochmal ein anderes Thema gehen. Ja. Wir haben ein wunderbares Foyer mit einem Kühlschrank, wo meistens immer was zu trinken drin ist. Okay. Und wer vorbeikommen möchte hier, kann klingeln. Es gibt eine Klingel und der Kaffee ist immer heiß. Nein, das ist doch mal eine klare Aufforderung. Gut, dann... weil es aktuell geht bei uns in den Sendungen bei Mastered Academy ja auch immer mal wieder um das Thema jetzt Atmos und 3D und so weiter. Und wir haben ja auch den Tom Ammermann schon zu Gast gehabt. Dann habe ich auch auf der Prolat Sound jetzt ein Interview gemacht. Da ging es dann darum, dass er mit seiner Software jetzt mit Laro ein bisschen kooperiert. Ja, ich hörte davon. Ich hatte mit Tom auch Kontakt. Ja. Und also jedenfalls ist es natürlich ein sehr prominentes und sehr dominantes, allgegenwärtiges Thema. Absolut. Atmos, Musik, Atmos, Produktion. Ja. Ist ja eine Technologie, die eigentlich aus der Filmmischung kommt, aus den Kinos. Und wir wissen ja alle, Apple und Dolby haben da das angepackt und haben jetzt richtig einen riesen Fass aufgemacht. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Was glaubst du, wo es da wirklich lang geht? Bringt das, was sich jetzt wirklich da für sehr viel Geld, sich so eine Anlage hinzubauen? Oder würdest du auch sagen, kann man auch erstmal Kopfhörer mit anfangen, also mit der binauralen Version? Was ist denn da so momentan dein Gefühl? Naja, ich sage, ich vertrete schon seit etlicher Zeit die Philosophie, alles auf dieser Welt hat das Recht, sich zu verändern. Und wir brauchen natürlich Innovationen. Es fing ja an. Ich bin allerdings auch jemand, der die Meinung vertritt, in Stereo ist noch so viel drin. Mhm. Aber wir hatten ja vor etlichen Jahren die 5.1-Bewegung. Und damals war ich mächtig angefixt. Sag, wow, 2 Lautsprecher, das war zwar schon eine Herausforderung, aber jetzt 5. Ja. Das ist ja irre. Dann habe ich damals im 301 in Köln gesessen und dann auch Mikrofonierung dafür aufgebaut. Und ich habe dann noch die erste DVD in 5.1 gemischt und habe dann irgendwann gesagt, nö, komme ich nicht mehr klar, brauche ich nicht unbedingt. Das Ergebnis, was ich abspiele, ist dermaßen abhängig von den Anlagen, die ich zur Verfügung habe, auf denen ich als Konsumer diese Dinge abspiele. Und du weißt aber nie, wie die ihre Sachen aufbauen. Weißt du nicht, du kannst alles wirklich noch an den Receivern einstellen und ist das dann auch das, was du oder was ich halt im Studio gehört habe und verkörpert das dann auch wirklich oder wird das abgebildet auf der Anlage, auf der es abgehört wird. Und da habe ich festgestellt, nö, das ist eigentlich überhaupt kein Standard so für mich und habe mich davon abgewandt und bin dann wieder zurück zu Stereo und gesagt, okay, da ist für mich, wie ich eben schon sagte, eine Menge drin und ich mache da weiter wie gewohnt und baue meine Mischung zusammen. Mit Immersive Audio, da haben wir ja ganz andere Technologien, ja, da geht es ja auch um andere Hintergründe und wir sind einen Schritt weiter. Und der Sprung ist wirklich mächtig. Und wenn man es mal gehört hat, ist das wirklich fantastisch. Mhm. Es erfordert ein komplett anderes Denken. Wir mischen nicht mehr mit Panorama, wir mischen in Projects und in Bands, ist also ganz anders. Und mit Objekten. Mit Objekten, richtig. Ja. Nicht mit Projects, mit Objekten, richtig. Und
das erfordert ein anderes Denken und vor allen Dingen auch jede Menge Praxis. Mhm. Ja, es gibt natürlich einige Kollegen in unserem Land, die sich schon eine ganze Weile mit diesen Dingen beschäftigen, die auch schon wirklich einen Schritt weiter sind. Mittlerweile ist das bei den Plattenfirmen so, dass man sagt, wir wollen das eigentlich nur noch so haben. Uns interessiert fast keine Stereomischung mehr. Also dem muss man im Prinzip Folge leisten. Und wenn ich die Frage jetzt nochmal aufgreife, was denke ich darüber? Ja, das geht so weiter. Und ich finde es auch gut, dass es weitergeht. Und das gibt mir auch nochmal so als alten Audiosack auf gut Deutsch gesagt, so ein Kick in the ass. Es gibt was Neues. Und dann bin ich natürlich auch wieder heiß drauf, diese Dinge zu probieren und vor allen Dingen auch wieder mit Kollegen zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, wieder mehr Erfahrung haben, weil das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und insofern werden wir da auf jeden Fall an den Start gehen. Und für mich hier heißt das in den Studios 301 eine Regie dafür, nicht zu opfern, sondern umzubauen, umzufunktionieren. Und es ist genau die S6, da schließt sich der Kreis wieder. Ah, ja. Denn im Grunde genommen muss ich nur eins und eins zusammenzählen und dabei stelle ich fest, es kommen zwei dabei heraus. Und die S6 ist prädestiniert dafür. Das Einzige, was noch geregelt oder was geklärt werden muss, ist die Summenlautstärkestellung. Mhm. Das kann man ganz gut lösen via Dante, weil wir ein komplettes Dante-Netzwerk aufgebaut haben hier. Das geht ganz gut. Da muss man auch wirklich die Entzerrung anpassen. Und das größte Problem, und jetzt werden die Zuschauer sicherlich lachen, das größte Problem ist die Mechanik. Ich habe hier Absorber, die 22 cm Dicke haben. Und ich muss irgendwie dazwischen auf die Rohwand im Prinzip, wo ich dann meine Halterung für die Speaker benutze. Tutu 5 Speaker von PMC. Und die muss natürlich irgendwie montiert werden. Das heißt, ich brauche dann irgendwie eine Grundplatte, die montiert werden kann. Das ist wieder echte Praxis. Mhm. Mit Quadratrohr mindestens 40 cm in der Länge. Also ich brauche eine Schlosserei, die das zusammenschweißt. Hast du dir auch mal überlegt, mit solchen Dekotrass zu arbeiten? Dekotrass könnte ich auch machen, aber finde ich bei dem Design, was wir hier haben, unangebracht. Nicht. Das mag ich nicht. Ich möchte es eigentlich möglichst unauffällig haben. Das würde dann für dich so nach Notlösung aussehen. Ne? Das würde nach Notlösung aussehen, machen auch andere Leute. Und das hat ja ein bestimmtes Design und das möchte ich nicht aufbrechen. Und insofern werde ich dann eine Schlosserei bemühen, werde eine technische Zeichnung anfertigen und dann wird das dann entsprechend nach den Schweißarbeiten. Gut, also 301 wird dann auch Atmos ready sein. Natürlich, das ist ganz wie klar. Ist denn da, gibt es da schon, spürst du da schon Anfragen? Gibt's Anfragen sind da, es gibt Interessenten, vor allen Dingen ist natürlich auch lokal bezogen, muss ja sagen, diese Studios liegen hier im Herzen von Frankfurt. Mhm. Wir sind 700 Meter von der Autobahn entfernt, 20 Minuten vom Flughafen, die Straßenbahn hält vor der Haustür. Und gerade im Rhein-Main-Gebiet, für Leute, die in diesem Gebiet arbeiten, können hier im Prinzip relativ kurzfristig anreisen, können die Sache nutzen und können hier vor Ort sofort arbeiten. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Also da würde uns und unsere Zuschauer und den Andreas natürlich auch sehr freuen, wenn du dann mal, wenn du da schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht hast. Denn Andreas ist ja auch gerade dabei, sich einzurichten und das Thema Mastering, was auch sehr, sehr tricky ist. Allerdings, das ist nicht ohne. Andreas schon sehr viel darüber gesprochen. Ja. Ich will ja auch eventuell mir mit Dekotrass in meinem Homestudio da was realisieren. Ich muss da nicht so ganz auf die Optik schauen. Ja, also dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal hier durch deine Studios durch und mache noch ein paar schöne, lecker Aufnahmen von den ganzen Räumlichkeiten und der S6 natürlich. Ja. Und dann wünschen wir dir mal einen riesen super Start hier in Frankfurt. Vielen Dank. Mit dem 301 Studios. Mhm. Und wenn ich dich mal wieder besuchen darf, würde ich mich dann sehr freuen. Sehr gerne. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Klasse. Prima. Uli Schiller, 301 Studios. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Karl. Ciao.